Drei Schiffe, naja, was soll's. Muss gebaut werden. So, der baut fleißig. Also, der ist noch in Bewegung, jetzt baut er, okay. Ach ja. Die Anfangsphase ist bei mir, wie gesagt, immer kritisch. So oft schon wurde ich überrannt und meine... Also, ich will am Anfang eigentlich nur ganz gemütlich bauen und mal gucken, mich um meine Bevölkerung kümmern, die Wirtschaft, ne? Alles schön austarieren, damit es schön klappt. Und da bleibt halt keine Ressource übrig für eine große Flotte, aber eigentlich, ich muss da alles reinballern, damit ich geschützt bin und dann Star kann ich mich einfach... Naja. So. Geht der mal da hoch? Also, die Korvetten werden gebaut. Ah, ich kann doch auch handeln. Markt. Also, wovon habe ich zu viel? Konsumgüter werden ja jetzt gut. Construction produziert, dann mache ich mal so. Und dann kaufe ich Construction mir... complete. Gott, ist das teuer. Ja, dann kaufe ich halt 125. So ein Mist. So. Und weiter geht's. Nächste Station. Tactical Retreat. Oh oh, oh oh. Forschungsschiff SS Isidor im Siluch-System auf eine feindliche Alien-Schiffenflotte getroffen und versucht derzeit ihr auszuweichen. Erst Kontakt in Siluch. Die Gamma Menace. Okay, schauen wir uns die mal an. Was haben wir hier? Ach, guck mal hier. Ach, die sind ja niedlich. Hoffentlich können wir entkommen. Ah. Acht Tage. Greifen die an? Bleiben sie friedlich? Die scheinen friedlich zu bleiben. Okay, also da kommen wir erstmal nicht hin. Okay. Im Ether-System ist unser Ding fertig geworden. Was haben wir da? Störsen da? Computerressourcen besetzen. Unterhalt angedockt. Trefferpunkte, Schilde, minus 20. Unterlichtgeschwindigkeit, Rückzugschancen. Kostet weniger. Erstmal Geschützbatterien. Wie kosten die? 50 jeweils. Ach, jetzt habe ich nur noch. Okay. Na gut, dann muss ich erstmal dabei bleiben. Gamma Menace. Genau, da schicke ich hier den anderen Gesandten zur Erforschung der von Gamma Menace. Okay, so, Konstruktionsschiff, der hat nichts zu tun. Der ist auf dem Weg zum nächsten Bau. Das heißt, dann haben wir das hier abgesichert und ich muss jetzt hier noch absichern. 1, 2, 3. Okay. Hierhin bewegen. Beweg dich. So. Was kann er jetzt noch erforschen? Das da kann er erforschen. Das ist noch frei, genau. Anomaly found. Machen wir nachher. So, erhöhe ich mal wieder auf 2.
Oh. Erstkontaktereignis. Beta-Menace, das sind unsere Nachbarn hier. Die Fremden, die wir als Beta-Menace bezeichnen, scheinen Anspruch auf das... Tropalium-System erhoben zu haben. Das ist hier... Ja, da sind sie doch schon drin. Da haben sie doch schon gebaut. Mit mindestens einer großen Sternbasis in der Umlaufbahn des Primärsterns. Wir haben keine Hinweise auf planetare Bastionen gefunden und wissen noch nicht, ob diese Wesen in der Gunst der Geister oder der verdorbenen Diener der Finsternis stehen. Wir sollten alles Erdenkliche tun, um ihre Sprache zu entschlüsseln. Okay, weiter geht's. Ja, das ist es auf jeden Fall schon interessanter als früher. Früher gab es einfach nur ein Pop-Up-Fenster und das war's. Heute wird daraus ein Ereignis gestrickt. Gefällt mir. So. So viel zu bauen, so viel zu tun. Also, der ist 80% fertig. Dann gehen wir hier rüber. Das Sternsystem will ich noch haben. Construction complete. Dann haben wir hier eine Bastion, da eine Bastion. Und hier bauen wir auch noch eine Bastion hin. Dann sind wir abgesichert. So, Nahrungsmittel könnte ich verkaufen. Und davon kaufe ich dann wieder 100 Stück. So, wer ist fertig? Der ist fertig, okay. So, der geht darüber. Mann, da geht's jetzt wirklich Schlag auf Schlag. Anomaly found. Ja, ja. Ob das so gut ist, ich weiß nicht. So, das erste Forschungsschiff hat keine Befehle mehr. Dann würde ich sagen, gehen sie nach Terra und unterstützen die Forschung. Konstruktion. Hatte ich ihm keinen Befehl gegeben. So, Ethos. Sterngeschütz ist auch bald fertig. Dann haben wir jetzt schon mal 733 Militärmacht. Und in 10, 9 Tagen. Construction complete. 966. Okay, das sollte doch erstmal was aushalten können. Technology secured. Construction complete. So, okay, das haben wir auch gebaut. Oh, was haben wir denn hier? Wüstenplanet. Ein sehr großer. Aber ist halt Wüste. Ne, komm. Dann baue ich das hier erstmal fest. Monatliche Einigkeit ist wunderbar. Handels soll Flottenkapazität von Soldatenjobs. Einigkeit. Einigkeit und Recht und Freiheit. Gamma-Menace. So, wie sieht's denn hier bei den großen Tintenfischen aus? Beim Eintritt ins Siluch-System haben unsere Sensoren seltsame Messwerte empfangen. Zuerst wurden diese als hochgejubelte Asteroiden abgetan, doch die Lage änderte sich rasch, als man entdeckte, dass diese Wesenheiten aggressiv auf Bewegungen im Raum reagierten, selbst auf große Entfernung. Eine weitere Beobachtung dieser Wesen, vorzugsweise aus sicherer Distanz, ist ratsam. Am besten aus der Ferne betrachten, macht weiter. Sehr schön. Gut, gut, gut. So, Cassis, kann ich jetzt ein weiteres Schiff bauen? Ach, ich wünschte, ich muss gucken, dass ich das irgendwie weiter erhöhe. Ein Job ist frei, Bergbau. So, und dann... Techniker sind voll besetzt und da geht mir jetzt schon wieder die Energie aus. Oh, Junge. Ich brauche mehr Bevölkerung. Ah, warte mal. Konnte ich nicht? Geht es nicht? Koloniebestimmung. In der Hauptwelt kann keine Bestimmung gesetzt werden.
Ach so, ja, ja, richtig. Das geht wohl nicht. Construction complete. Die Frage ist ja, wenn ich jetzt bitte auf Wirtschaft. Anomaly found. Wenn ich jetzt auf Kriegswirtschaft umstelle, dann bekomme ich mehr Legierungen. Aber. Oh. Oh. Okay, das machen wir gleich. Also, ich bekomme mehr Legierungen, aber weniger Konsumgüter. Die Frage ist dann, rutsche ich dann wieder hier ins Minus oder reicht es dann noch? Das geht ja von produziert ab. 43 minus 25% minus 10, das könnte passen. Richtlinien wird. Ach, das kann ich ja noch gar nicht ändern. Erst in 2 Jahre. Ach komm. Lass gut sein, was haben wir hier? Befestigung der Grenzen, Verbesserungsgeschwindigkeit, Sternenbasen. Verehrung der Heiligen, Stabilität. Okay, was haben wir jetzt hier? Auch wenn einige von dem Eindringen fremder Schiffe unbekannter Herkunft in unseren Raumbereich beunruhigt waren, war bislang nicht klar, wie groß die Bedrohung durch Beta-Menace wirklich ist. Es scheint, dass sie ein Team von Geheimagenten losschickten, um eines unserer Frachtschiffe im Ethos-System abzufangen. Sie konnten ein Schiff stehlen und sind schließlich in die Tiefen des Weltraums entkommen, bevor wir eine Rettungsmannschaft zusammenstellen konnten. Wir wollen uns gar nicht vorstellen, welche Qualen die Crew durch die Hand ihrer Entführer erleiden wird. Okay. Also offensichtlich sind sie uns schon mal feindlich gesinnt. Star System charted. So. Der Nächste, der nichts zu tun hat. Okay, ja, dann können wir jetzt hier mit den Anomalien beginnen. Ich mach mal langsamer. Also der baut noch. Hier kommt dann. Dafür fehlt mir jetzt natürlich auch Ressourcen. Beta-Menace. Wir haben die von uns Beta-Menace genannten Fremden seit einiger Zeit weder gesehen noch gehört. Unsere Forscher mussten feststellen, dass sie wenig Informationen haben und sie befürchten, dass die Spur sich verlaufen haben könnte. Sucht weiter. Oh nein, minus 2 Einblicke. So sehen die aus. Tintenfische. Davy Jones. Auch mehr davon. Ich könnte Folgendes machen. Überlegung. Wir haben ja ein paar Jobs. Wie zum Beispiel. Na gut, ich sag mal. So viele Handwerker brauchen wir nun auch wieder nicht. Weil da haben wir jetzt ja einen Überschuss. Dann. Würde ich sagen, machen wir hier ein. Wie viel kostet das? 340 Mineralien zum Bauen. Unterhalt 2. Ich mache momentan nur plus 2. Ich bräuchte also mehr Technik. Och, es fängt halt schon wieder an. Wie soll ich mich auf den Krieg vorbereiten, wenn mir die Ressourcen fehlen? Also, ich müsste ein Generator-Distrikt bauen. Dann müsste ich Legierungsding bauen. Sind auch wieder 2. Bedeutet, ich brauche jetzt noch 4 Bewohner, 4 Pops. Der eine kommt bald. Ich kann von Handwerkern was abzwacken. Ich weiß nicht, brauche ich Priester? Brauche ich jetzt noch Priester? Was machen Priester? Ein bisschen Forschung, Unity. Oh. Die machen Dienstleistungen. Ja, die brauche ich. Vollstrecker. Produziert. Kriminalität minus 25. Von Bewohnern plus 28. Ja, brauche ich auch. Miest, verdammter.
brauche ich Bürokraten. Bürokraten vielleicht. Minus 10, dann hätte ich immer noch 40. Passt. Dann mache ich einen Bürokrat weniger. Dann mache ich einen Handwerker weniger. Bald ist der Monat rum. Ja, das passt, okay. Dann haben wir jetzt zwei Arbeitslose. Dann mache ich jetzt erst Energie und dann Legierung. Da brauche ich jetzt nochmal 300 Mineralien.